verlässt Mesut Özil im Winter den FC Arsenal. Eine türkische Zeitung berichtet, dass der ehemalige deutsche Nationalspieler vor einem Wechsel zu Fenerbahçe steht. Die Meldung steht offenbar jedoch auf sehr wackeligen Füßen. Die türkische Zeitung Fotomac hat den Wechsel von Özil in die Türkei ins Spiel gemacht. Demnach soll es zwischen Özil und dem neuen Gunners-Trainer Unai Emery zu Differenzen gekommen sein. Außerdem steht Özil bei der englischen Presse und auch den Fans in der Kritik. Dies alles soll eine Rolle dabei spielen, dass der Offensivmann den FC Arsenal verlassen möchte. Update: Laut der türkischen Ausgabe von Goal.com steckt hinter der Meldung allerdings nicht viel Substanz. Vielmehr soll sich die Fotomac auf einen Artikel des englischen Daily Star berufen, und dort wird lediglich gemeldet, dass sich die Wettquoten auf einen Wechsel Özils zu Fener zuletzt deutlich verschoben haben. Es wird also auf einen Özil-Abgang in die Türkei gewettet, weitere Infos gibt es jedoch nicht. Hat Mesut Özil einen Wechsel in die Türkei versprochen? Dass ein Wechsel Özils in die Türkei derzeit überhaupt im Raum steht, liegt auch daran, dass die türkische Zeitung Hürriyet 2016 berichtete, dass Özil seinem Lieblingsklub ein Versprechen gegeben habe. Innerhalb von 3 Jahren würde er zu Fener wechseln, also bis einschließlich 2019. Ein Problem für Fenerbahçe würde jedoch die Finanzierung darstellen. Özil steht bei den Londonern noch bis 2021 unter Vertrag, dementsprechend hoch würde eine Ablöse ausfallen, sollte man dem Transfer überhaupt zustimmen. Özil war 2013 von Real Madrid in die Premier League gewechselt. Seitdem absolvierte der ehemalige Nationalspieler 145 Spiele in der Liga und konnte sich 27 Mal in die Torschützenliste eintragen. Dazu verteilte er 54 Assists. Werbung, Werbung.